Wenn wir uns umschauen in der heutigen Welt, wir sehen beschlagene Pferde. Ist es so, dass die Pferde ohne Beschlag nicht laufen können? Oder wie sollen wir das verstehen? Das ist wirklich ein Phänomen, dass heute die Meinung verbreitet ist, ein Pferd kann ohne Beschlag nicht laufen, mit dem Argument, das Pferd ist nicht gewohnt, einen Reiter zu tragen, erstens, und zweitens, Pferde sind nicht dafür gemacht, dass sie auf Straßen laufen. So, und nun, diese beiden Argumente kann man so nicht gelten lassen, denn das Reitergewicht ist nicht größer als das Gewicht, das eine tragende Stute mit sich rumschleppt, und zwar permanent und nicht nur für 2 Stunden. Und das andere Argument von wegen Straßen, das kann man ja auch nicht gelten lassen, denn welcher Reiter heutzutage reitet denn noch auf Straßen? Oder wie viele Leute fahren Kutsche auf Straßen? Sie fahren doch meistens im Wald oder Feldern oder so auf natürlichen Wegen, wo man den Untergrund hat, den die Pferde in der Natur auch finden würden. Und Dressurreiter und die meisten Sportreiter, die benutzen sowieso nur den weichen Hallenboden oder den weichen Reitplatzboden, da kann man auch nicht sagen, dass die Hufe dafür nicht gemacht sind. Das halten die gut aus. Also Pferde können viel besser und gesünder barfuß laufen als mit Beschlag. Das hat ja auch seinen historischen Hintergrund, wann die Pferde beschlagen wurden. Und nur im Zusammenhang mit den Haltungsbedingungen, eingeschränkte Bewegung, Einstreu, die Ammoniak enthält und den Huf zerstört. In dem Zusammenhang muss man den Beschlag sehen als notwendiges Übel, wie er ja auch immer bezeichnet wurde, als Übel, weil man von Anfang an wusste, dass Hufeisen die Hufe kaputt machen. Nur in der Zeit, als das entstanden ist und einige hundert Jahre später, da konnte die menschliche Gesellschaft nicht ohne Pferde leben und hatte auch keine andere Möglichkeit der Pferdehaltung. Ich höre oft von den Reitern, Grund für Beschlagen ist, dass ihre Pferde fühlig über Steine, Steinboden laufen und nicht über solche Böden laufen können. Das ist Grund, was mir zum Beispiel viele Reiter sagen. Es ist so wie bei uns beim Barfußlaufen, wenn man die Füße das ganze Jahr mit Strümpfen und weichen Schuhsohlen verwöhnt und plötzlich die Schuhe auszieht und über einen Schotterweg laufen möchte, dann ist uns das sehr unangenehm und dann gehen wir vorsichtig und haben auch Schmerzen dabei. Und man kann auch nicht ein Pferd, was immer in der weichen Box und auf dem weichen Reitplatz ist, jetzt plötzlich über Steine schicken, weil es das nicht gewöhnt ist. Und dieses ungewohnte Gefühl, auch ungewohnte Härte, sind die Hufe nicht gewöhnt. Das Pferd braucht auch dafür eine Gewöhnungszeit, wie wir sie brauchen, wenn wir im Frühjahr mal anfangen, barfuß durch den Garten zu laufen. Zum anderen kommt natürlich hinzu, dass die Hufform dafür zuständig ist, ob sich das Pferd in seiner Hufkapsel wohlfühlt oder nicht. Und wenn die Hufkapsel nicht die richtige Form hat, das heißt, wenn sie nicht richtig beschnitten wurde, dann mag das Pferd natürlich auch nicht laufen, weil dann irgendetwas drückt. Das ist dann so, als wenn wir die falschen Einlagen in den Schuhen hätten. Also es kommt darauf an, dass man Pferde, die barfuß laufen sollen, zunächst mal in ständiger Bewegung hält, dann die Hufe möglichst natürlich abnutzen lässt. Aber wenn das nicht möglich ist oder zu Beginn dieser Prozedur, dann muss man die Hufe wirklich von Kennern der Barhufbearbeitung ausschneiden lassen, damit man zunächst mal eine grundsätzlich gesunde Form hat, in der sich die Pferde auch wohlfühlen. Und dann laufen die Pferde über jeglichen Untergrund. Also verstehe ich das jetzt richtig? Jedes Pferd kann barfuß laufen, über jeden Boden, wenn man ihm die Gelegenheit gibt, öfters über diesen Boden zu gehen.
und wenn man die richtige Ausschneidetechnik oder Methode anwendet. Ja, das kann man so sagen. Es sind natürlich auch Rasseunterschiede da. Zum Beispiel tun sich Pferde, die für extrem weiche Böden gezüchtet wurden, so wie Friesen, Shire Horses und solche belgische Kaltblüter, die tun sich schwer, wenn sie über Schotter laufen sollen, weil diese große Sohlenfläche sehr wenig Gewölbe hat und die Pferde dann immer mit der ganzen Sohle auf den Schotter drücken. Das ist unbequem. Aber unsere Vorfahren haben ja diese Rassenunterschiede extra herausgezüchtet, damit Pferde auf unterschiedlichen Böden laufen können. Wir können auch nicht Pferde, die harte Hufe haben, kleine harte Hufe, die eigentlich auf Felsen zu Hause sind, die können wir schlecht auf sumpfigen, sandigen Böden laufen lassen, wo sie einsinken. Die werden dann auch krank. Zwar sind die Pferde nicht kühlig, aber die Hufe werden krank. Gilt es denn auch für Pferde, die jahrelang beschlagen waren? Weil das ist ja auch oft Grund, was angegeben wird von den Reitern. Mein Pferd ist jetzt seit 15 Jahren beschlagen oder 10 Jahren beschlagen. Den kann man nicht mehr umstellen. Ja. Also grundsätzlich kann man Pferde in jedem Alter umstellen. Wir haben schon über 30-jährige Ponys von den Eisen befreit, will ich es mal nennen, die vorher angeblich Arthrose hatten und chronische Hufrehe und so weiter. Und nachdem sie einige Male ordentlich ausgeschnitten wurden, da waren die wieder wie junge Tiere und sind rumgesprungen und haben sich sehr wohl gefühlt und keine Schmerzen gehabt. Es kommt natürlich darauf an, wie stark die Beschädigung mit den Hufeisen im Hufinneren fortgeschritten ist. Denn die Hufeisen vermindern den Blutdurchfluss ganz massiv. Und wenn die Gewebe im Hufinneren schlechter durchblutet werden, ist natürlich auch das Gewebe entsprechend schlecht regeneriert. Und wenn die Hufkapsel dann anfängt sich zu bewegen, kann es sein, dass zunächst die lebenden Gewebe sehr schwach sind und das schwere Skelett in der Hufkapsel nicht halten können. Also eine Umstellung von Beschlag auf Barhuf bedarf sehr guter Kenntnisse und Erfahrung auf diesem Gebiet und man kann es schlecht vorhersagen, wie schnell geht es. Es gibt Pferde, da nimmt man die Eisen ab, schneidet die Hufe in eine ordentliche Form und die Pferde toben davon und haben nie wieder Probleme. Aber es gibt auch Pferde, denen nimmt man die Hufeisen ab und das braucht ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, bis sich die im Inneren durch mangelhafte Durchblutung gestörten Gewebe erstmal wieder regenerieren und die Hufe dann wieder gesund sind. Man muss also zuerst die Haltungsbedingungen umstellen. Und dann sollte man die Eisen abnehmen, weil die Bewegung ist unabdingbar für ein barhüfiges Pferd, ganz speziell in der Umstellung. Sehr oft hört man, dass Strasser-Methode, ich benutze jetzt mal einfach mal den Ausdruck, dass es nicht empfohlen ist, wenn die Pferde in der Box leben, auch nicht teilweise. Und wie ist es jetzt? Weil die Pferde müssen ja ausgeschnitten werden. Und sehr viele Pferde leben in den Boxen nun mal immer noch. Wir hoffen, dass sich das ändert. Aber für die Menschen, die das nicht sofort umstellen können, das Pferd muss ja ausgeschnitten kriegen. Wie ist es denn zu machen? Sie sollten dann lieber warten mit dem Eisen abnehmen, bis sie die richtigen Bedingungen haben. Denn wenn man einem Pferd die Eisen abnimmt und es dann anschließend für 12 Stunden in die Box stellt, kann es sein, dass es dann eine Rehe entwickelt. Weil das Blut natürlich jetzt, wenn der Huf sich spreizt nach Abnahme der Eisen, fällt runter und wird aber nicht wieder hochgepumpt, weil das Pferd sich zu wenig bewegt. Mhm. Und dadurch entsteht dann eine Entzündung im Huf, die gravierend ist. Das würde ich also niemals empfehlen, die Eisen abzunehmen bei einem Pferd, was in der Box steht. Das kriegt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine sehr schlimme Hufrehe.